Einen schönen guten Morgen, YouTube. Hallo, Adsinens hier. Ja, neuer Wochenvlog, weil ich Bock drauf hatte. Habe ich gestern schon im Video hier am vorletzten Montag angekündigt. Ich werde jetzt erstmal eine Facebook-Seite erstellen, wo ihr wieder mitmachen könnt und mir so ein paar Aufgaben geben könnt oder so, was ich die Woche für euch erledigen soll, was mir das Video soll. Ich habe allerdings ein bisschen Angst, als ich das jetzt auf Facebook, YouTube angekündigt habe im Video gestern. Hat mich gleich wieder unser Lieblingsösterreicher angeschrieben und meinte, wo bleibt der Facebook-Post? Ich will da was dazu schreiben. Und deswegen, naja, ich bin ja mal gespannt, was der schon wieder will. Was steht heute an? Ich muss auf jeden Fall Lager aufräumen. Und das machen wir jetzt mal in 2 Sekunden. Ich habe da so einen Plan. Ich habe da so einen Vorschlag, so eine Idee für andere Händler. Ihr seht hinter mir die ganzen Kartons. Und das geht eigentlich beim Arzt jetzt immer ganz einfach. Der dreht sich 2-3 Mal im Kreis. Und schon ist das Ganze weg. Aufgeräumt. So, jetzt haben wir hier nur noch 6 Kisten, a 12.000 Kamens und dann nochmal 2 Kisten. Das ist 8x12, die eigentlich die Woche raus sollen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ja, ansonsten ist mal wieder alles weg. Im Keller ist auch wieder aufgeräumt. Also wieder Platz für das neue Zeug, was die Woche kommt. Die ersten 2 Stunden Briefes machen sind auch schon fertig. Die Hälfte ist weg, ungefähr von 90 und... Ja, jetzt geht's an Teil 2, so die mittelgroßen. Mal gucken, wie viel ich noch schaffe heute. Halbzeit meiner Arbeitszeit, 4 Stunden gut durchgearbeitet und von den, jetzt waren es am Ende 100 Bestellungen, 80 geschafft, 20 sind sogar noch offen. Sieht also gut aus, dass ich heute schon wieder richtig viel raushauen kann. Jetzt gibt es erstmal eine Mittagspause und dann wird noch mal ein bisschen was gemacht. Opa ist fleißig drüben, der macht gerade die Booster von der Extreme Force Special Edition auf und nebenbei macht er halt den Versandhandel fertig. Uiuiui, kommt nachher auch noch. Da wird MP17 nachgelistet. Post ist weg. Und ja, viel geschafft. War jetzt echt nicht mehr viel über am Ende. Dann jetzt noch ein Stündchen erstmal ausgeruht. Jetzt geht es in Phase 2, wo ich erstmal überlegt habe, ja, was muss ich heute eigentlich noch Wichtiges machen? So Wichtiges gibt es heute gar nicht zu tun. Ich könnte eine Sammlung durchführen. Ich könnte aber auch erstmal über Social Media gucken. Und das habe ich gerade gemacht. Und ja, gute Beteiligung auf Facebook. Schön, dass das euch so interessiert. Aber ihr bringt da dieses Mal irgendwie so nur komische Vorschläge rein. Der eine will, dass ich was mit Bananen koche, backe, wie auch immer. Weiß nicht, macht man das so in Österreich oder will er sich einfach nur mal wieder lustig machen über meine Aktion, die ich so bringe? Ah ja, René. Ich denke mal Schönes aus. Ich habe da, glaube ich, auch schon so eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte. Andere wollen, dass ich nackt rumlaufe und dass ich was Lustiges mache. Leute, das hat irgendwie keinen Content mehr, den ich hier bringen will, ne? Also es ist immer noch ein YugiTube-Account, also Channel. Also ihr könnt mich gerne was fragen über meine Arbeit, da versuche ich was zu erklären oder über Yu-Gi-Oh! Allgemein, aber doch nicht jetzt. Ich bin ja jetzt kein, wie sagt man da zu den Leuten, Lifestyle-Vlogger oder so. Also ich will euch jetzt nicht erzählen, wie ich meine Haare kämme oder mir die Zähne putze oder so. Das ist, sowas interessiert mich nicht und das will ich euch auch nicht vermitteln. Ich suche mir vielleicht so ein paar Sachen raus, die ich noch irgendwo in Bezug habe, aber bis jetzt... Tut mir leid, da war noch nichts so dabei, was ich irgendwie richtig cool fand. Ich gucke jetzt trotzdem meine Social Medias weiter durch. Das habe ich aber im letzten Wochenvlog schon erzählt, dass das zurzeit viel Arbeit frisst. Ich muss mal gucken, vielleicht teile ich es mal doch auf den ersten Tag Facebook, den anderen Tag YouTube oder so. Mal schauen. Aber zum Zeit macht es auch mega Spaß, mich mit euch da so zu unterhalten, so zu Feierabend hin. Jojo kommt gleich, dann geht es eigentlich weiter ans Arbeiten, nochmal so 3 Stunden. Mal gucken, was wir danach machen. Ich leite hier den Feierabend ein, gehe noch einkaufen. Denke so, oh geil, jetzt essen, gut ist. Pack alles im Kühlschrank, mache den Kühlschrank auf, um Essen dann rauszuholen zum Abendbrot. Dann sehe ich erstmal die Scheiße hier. Einfach mal ein Ei, was irgendwie angeplatzt war durch den Transport jetzt irgendwie so. Und da suppte gerade die ganze Sache raus. Ich dachte so, toll. Du hast den Kühlschrank gestern erst aufgeräumt und sauber gemacht. Macht man auch nicht jeden Tag. Und ich darf es nochmal machen. Ekelhaft, Mann. Warum habe ich das beim Einkaufen nicht gesehen? Warum hat sie Verkäuferin nicht gecheckt? Die muss das doch an der Kasse, oder? Jetzt habe ich hier erstmal den Eiersalat. Jetzt muss ich putzen. Aber dann ist Feierabend. Dann ist heute genug für Montag. Viel geschafft. Guten Morgen, YouTube. Dienstag. Ich bin irgendwie noch ein bisschen motivationslos. Frag mich nicht, warum. Schlecht geschlafen oder so. War gestern einfach schon zu viel durchgewuppt. Ihr wolltet wissen auf Facebook, warum ich so einen Bananenflavor habe, warum das alles so gekommen ist. Ich kann es euch eigentlich auch nicht wirklich erklären. Das war auf einmal da. Also ich esse halt gerne früh eine Banane, weil ich früh eh nicht viel essen möchte. Und irgendwie, naja, es ist halt das Einfachste zu mitnehmen, wenn man auf Events ist. Und wenn die Leute mich da immer mit Bananen essen sehen und
da irgendwer, ich weiß es nicht, wo es herkam. Irgendwann kam dann so ein kleiner Rutsch aus Berlin, wo mir der Markus Burtschen irgendwie mal eine Banane geschenkt hat, weil er, oder ich habe in irgendeinem Video, Featured Match gegen den Holländer von CCG, wie heißt er? Joshua Osters, genau, in Rimini. Da habe ich gewonnen und Max war da im Featured Match Judge Team drin und hat gesagt, Jens, hast du gut gemacht, du hast gerade einen holländischen Meister besiegt, hier hast du eine Banane. Und dann habe ich die Banane angefangen zu essen, dann hieß es auch von Oliver German Zubauer, ja Jens, wir müssen jetzt aber hier noch eine kleine Aufnahme machen für einen Stream. Und ich so, ich habe auch gerade die Banane, egal, dann komm mit der Banane halt dahin. Und da war ich halt im Livestream mit der Banane und dann fing das, glaube ich, an so ein bisschen mit dem kleinen Hype. Und seitdem werft ihr mich ja wirklich mit Bananen zu und ja, nee, ist eine coole Story so an sich, ein schönes Gimmick auf so einem Turnier nebenbei. Ja, jetzt wisst ihr's und jetzt fange ich an mit Arbeiten. Was steht heute an? Versandhandel mit Opa bis 14 Uhr. Dann will ich einen anderen Unboxing drehen, was schon vorbereitet ist. Die Hälfte davon habe ich schon gedreht. Das war so gesplittet in Pokémon mit PC-Aufnahme und Yugi kommt jetzt gleich am Tisch dann nachher. Und dann ab 17 Uhr ist Jojo wieder für 3 Stunden da. Der wird weiter Rares inserieren und ich werde mich dann an die Sammlung ranmachen, die hier vom Alec rumliegt. Auch schon mittlerweile 3 Wochen oder so. Aber heute schaffe ich es endlich mal, da durchzugucken. Das ist wieder ein Riesending. Das sind bestimmt wieder so 8 bis 10.000 Karten, die ich durchgucke. Das ist der Tagesplan und wenn ich schaffe, will ich heute Abend noch laufen gehen. Jo, jetzt fangen wir erstmal mit Arbeiten. Es sind so 40 Bestellungen, die ich heute schaffen möchte. Ein paar größere sind dabei, 2 mit 100 Karten. Aber das schaffen wir, denke ich mal, in 5 Stunden. 15:30 Post ist raus, ich bin ziemlich fertig. Ich hatte jetzt am Ende noch eine 100 Karten und 130 Kartenbestellung dabei für 2 Händler. Die wollten halt nur deutsche Nearmint-Karten und jede einzeln. Nichts doppelt oder dreifach im Playset oder so. Ja, das dauert dann eine ganze Weile. Am Ende war es dann so, dass ich 15 Uhr los musste zur Post, weil das alles raus musste und 14 Bestellungen nicht geschafft worden, weil ich mich halt um die 2 langen Großen gekümmert habe. Naja, gut. Aber bevor die noch länger warten, jetzt sind sie raus und gucken. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder ein Päuschen machen, weil es einfach zu anstrengend gerade war. Du merkst dir 5 Kartennamen, gehst dann durchs Lager, suchst das alles raus. Gehst wieder zurück, merkst du die nächsten 5 und da habe ich es irgendwie vermisst, dass ich kein Tablet oder so habe, was mit meinem PC verbunden ist oder allgemein WLAN hat natürlich, was ich mir so an den Bauch binden kann und dann auch so in den Schublade davor oder so, dass ich dann mehr oder weniger immer beim Gehen gucken kann, was ist die nächste Karte, wo geht's weiter und dies und das. Weiß nicht, vielleicht wäre so eine Investition ja gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt hier so Lagerlogistik über 3 Räume verteilt macht. Oder einfach mal umziehen in ein großes Lager mit einem großen Raum. Naja, mal schauen. Gut, nee, ich mache jetzt eine Pause bis 17 Uhr, dann kommt Jojo, dann geht's hier weiter. Einiges noch vor, ich weiß noch nicht, ob ich heute einen anderen Unboxing öffne für euch oder ob ich mal wieder Preis aktualisiere. Top 100 oder alle Karten ab 15 Euro. Irgendwie habe ich das Gefühl, seit 2 Wochen verkaufe ich nur noch Kleinkram. Mal schauen. Aber heute geht noch einiges. Und dann heute Abend das Länderspiel. Deutschland gegen Brasilien. Da werde ich wahrscheinlich mal wieder unterwegs sein. Jo, irgendwie bin ich heute ziemlich im Arsch. Fragt nicht. Also war es doch ziemlich psychisch anstrengend, vorhin die großen Bestellungen zu machen. Und jetzt kommt der Kari 89 aus Österreich über WhatsApp. Der hat ja auch, darf ich hoffentlich sagen, letzte Woche ein bisschen was bestellt. Das kam jetzt bei ihm an und er meinte, dass am oberen Rand ein Schlitz und kein Inhalt mehr drin. Und ich dachte mir erstmal so, oh nee, das kann gar nicht sein. Und dann habe ich nochmal genauer drüber nachgedacht, na Moment mal, im Ausland hatte ich auch noch nie Probleme und Moment mal, einen Schlitz oben hatte ich auch noch nie. Also wollte er mich verarschen. Ich habe ihn zusammengeschissen. Mein Lieber, so langsam erreichst du irgendwelche Grenzen hier bei mir. Das ist nicht mehr gut. Das ist gerade nach so einem Tag kommst du mit so einer Sache. Nicht toll. Aber gut. Ja. Ich weiß, du hast gute Laune und wolltest mich mal wieder ärgern. Wir sehen uns bei der EM in Berlin. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Gestern wurde es announced, die EM ist dieses Jahr wieder in Berlin, wie vor 2 Jahren, glaube ich. Und es passt dieses Mal sogar vom Datum her, weil meine 2 Festivals, der DEFCON und der Airbeat, sind davor und danach. Das heißt, da kann ich auch mit am Start sein. Jetzt brauche ich nur noch die Quali. Und jetzt ärgere ich mich umso mehr, dass ich Greifswald und die Buchmesse ausfallen lassen habe dieses Jahr. Weil da hätte ich meine Quali vielleicht holen können. Naja,
jetzt glaube ich, habe ich nur noch die Chancen auf der DM. Das könnte möglich sein, Mainz, falls ihr es noch nicht wisst, das wurde letzte Woche angekündigt. Ansonsten nach Berlin fahren und am Freitag noch irgendwie die Quali holen, oh Gott. Was mache ich jetzt? Ich mache weiter Bestellung, weil da noch ein paar offen waren heute Mittag. Und mal gucken, heute Abend vielleicht dann doch nicht das Fußballspiel draußen gucken, sondern hier und nebenbei die Sammlung vom Alec bewerten. Ja, mal schauen. Und laufen würde ich auch noch. Ach, ich habe da viel zu viel vorgenommen für den Nachmittag. Jo, wir haben es jetzt auch schon mittlerweile 8:30. Ich habe jetzt doch noch ein Top 100 Preise Video gemacht, weil das wichtig war, da mal was durchzugucken. Jojo ist immer noch beschäftigt, drüben die Wares online zu stellen. Das ist, wird heute mal nicht so, dass er 20 Uhr gehen kann. Der arbeitet sonst meistens so nachmittags 3 Stunden von 17 bis 20. Ich habe gerade gesagt, jo, dann mach mal bitte noch fertig, weil das muss endlich mal durch sein, damit diese Arbeit geschafft ist. Ich mache dafür Abendbrot. Und ihr wolltet es sehen, wie ich Essen mache, aber ich zeige es euch jetzt nicht ganz genau. Ich zeige euch nur, ich mache uns jetzt gerade ein Pizzablech, weil selbstgemachte Pizza schmeckt tausendmal besser als bestellte. Oder halt fertig Tiefkühlpizza. Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal Tomatensoße auf unserem Pizzaboden. Dann wird es so eine Art Frankfurter Pizza. Vielleicht kennen es einige von euch. Viele, die hier schon mal dabei waren, haben auch schon mal mit mir so ein Pizzablech gegessen. Wir haben Wiener Würstchen, dann haben wir eingelegte Gurken, dann haben wir natürlich den Käse, der oben drauf kommt, Röstzwiebeln, ein paar Gewürze und meine Spezialzutat, noch schöne Remouladen, Dingsi, Soße. Alter, bin jetzt ein bisschen hier an Videos von Tanzverbot oder sonst wem, aber ich wollte es einfach mal zeigen. Das wird eine mega lecker Sache und für die, die nicht nur YouTube gucken in Form von YouTube, Milch ist Gift. So sieht das Ganze fertig aus. Jetzt muss das nur noch in den Ofen. Den haben wir natürlich vorgeheizt. Ab dafür. ...17 Minuten. Das läuft. Und wer sich gewundert hat, die Milch ist lecker. Die kommt jetzt auch nicht mit auf die Pizza. Und weil ich vorhin erzählt habe, ich will heute noch laufen gehen, das fällt natürlich jetzt auch aus, wenn ich jetzt so esse. Da anderes Mal, muss ich die Woche auf jeden Fall laufen gehen. Ich habe noch so Ballastenergie, der hier raus muss, aber hat heute letztendlich nicht gepasst. Ich wollte lieber das Video drehen, lieber, dass Jojo die Arbeit fertig hat. Na, erstmal ist halt gemütlich noch. Und so sieht das Ganze fertig aus. Um das mal mit den Worten einer berühmten Persönlichkeit unserer Szene zu sagen. Lecker, lecker. So, Fußball fängt auch gleich an. Deutschland gegen Brasilien, Länderspiel. So, Freundschaftsspiel kurz vor der WM in Russland. Das gucken wir uns jetzt an. Können wir mal gemeinsam hier zusammen Abendbrot essen und nicht nur arbeiten. Und das war's dann auch von heute. Ich glaube, mehr passiert heute auch nicht, außer spontan geht es noch irgendwie raus, weil morgen weniger ansteht. Aber das glaube ich eher noch nicht. Ich möchte ja nachher noch vom Alec die Sammlung angucken. Einen schönen Mittwoch wünsche ich euch. Ja, ich war gestern Abend nicht weg. Wir haben noch Pizza gegessen. Dann wurde ich müde, habe das Fußballspiel zu Ende geguckt. Und war auch ziemlich schnell im Bett. Hab mir auch keine Sammlung mehr durchgeguckt. Nö, hab ausgeschlafen. Jetzt haben wir es gleich 8:30. Also ich habe wirklich lange heute mal geschlafen. Das ist sehr gut. Ich fühle mich auch einigermaßen fit. Frisch gemacht. Jetzt baue ich ja gerade so das kleine Setup für anderen Unboxings ab. Und dann mal 1, 2, 3 Kisten. 2 Sammlungen, 3 Sammlungen, die ich heute durchgehen möchte vormittags. Dann mache ich weiter Bestellung. Und dann sind hier hinten immer noch 1, 2, 3 große Sammlungen, die kamen gestern an, 4 große Sammlungen oder 4,5, die noch aufgemacht und sortiert werden müssen. Mal gucken, was ich davon heute noch schaffe. So, ich sage mal, 2 davon wären gut, weil dann komme ich hier so langsam mal voran. Und was anderes ist heute nicht geplant. Nee, ich habe gerade mal ein paar Leute rumgefragt, ob sie ihre Inventarsachen, also was sie so auf dem Yu-Gi-Oh! Card Market online stellen haben, ob sie die verkaufen wollen direkt. Und vielleicht kann man da noch so ein paar jetzt abschließen, damit hier mal ein bisschen mehr reinkommt. Bestellungen sind fertig, waren heute mal nicht ganz so viele. Das war nach 2 Stunden gut erledigt. Dann hatte ich gleich gerade eine kleine Mittagspause, habe in der Zeit noch Bestand aktualisiert. Da bin ich mal so die Produkte der letzten 2 Jahre online durchgegangen und habe so geguckt, was habe ich gerade gar nicht mehr gelistet, was habe ich einfach noch da. Und da kam jetzt innerhalb von einer halben Stunde eine ganze Menge dazu. Also ich glaube, ich habe gerade 4000 Karten nachgelistet, was alles nicht mehr im Angebot war, weil ich so viel gekauft habe. Jetzt bin ich wieder gut versorgt. Von Shining Victories bis zum aktuellen Set ist alles wieder dabei. Mein Mindestpreis ging gestern hoch, weil ich echt nach den großen Bestellungen keinen Bock mehr hatte, jetzt immer nur 100 Kartenbestellungen zu machen, die 30 € wert haben. Es wird euch, glaube ich, wenig stören. Es sind 5 Cent mehr, von 29 auf 34. Aber für mich ist es halt dann doch angenehmer, weil vielleicht da nicht mehr ganz so viel anfällt oder halt genauso viel anfällt, aber halt dafür ein bisschen mehr Geld bei rumkommt.
Das ist, denke ich mal, okay soweit. Und ja, links hier Cybers Link habe ich auch gerade 40 Decks mit auch wieder reingestellt. Die werden dann heute Abend von Jojo, denke ich mal, aufgemacht und sortiert. Da waren nämlich auch noch so Staples wie Barrier, Cyclone, Bulb und Surcharge schon wieder raus aus dem Lager. Und da dachte ich mir, gut, dann lohnt sich's auch, die Decks nochmal aufzumachen. Genau, und jetzt fange ich an mit anderen Unboxings. 3 habe ich vor mir. Ich sehe, ich muss die Kamera erstmal aufladen. Ja, meine Leute, späte Meldung von mir zurück für den Mittwoch. Ich habe vor einer halben Stunde Starpack 2018 und die Yugi Kaiwa Decks, die jetzt irgendwie rauskamen, reprintet wurden, wie auch immer, entgegengenommen. Und schon so ein paar Vorverkaufssachen dafür vorbereitet. Hab dann, weil ich halt auf die Pakete warten musste, da konnte ich keine Videos drehen. Die kam erst 3:30, wie gesagt, habe ich mir eine Sammlung angeguckt und die ein bisschen bearbeitet. Habe dann jetzt, nachdem die angekommen sind, 2 anderen Unboxings fertig gedreht. Die will ich jetzt schneiden. Jojo kommt gleich zum Arbeiten. Der wird sich um ein paar Kleinigkeiten kümmern, ein bisschen was nach Seltenheit sortieren und dies und das machen. Ja, aber jetzt sind wir gut vorangekommen, wie gesagt. Nachher noch ein paar größere Bestellungen machen, die noch offen waren. Und dann sieht es gut aus, dass wir hier 20 Uhr Feierabend machen können. So, wir haben es jetzt kurz nach 22 Uhr. Noch schnell was gegessen und jetzt ist Feierabend. Ja, viel geschafft heute. Bestellung alle geschafft. Dann 2 andere Unboxings vorbereitet. 2 gedreht und geschnitten. Ich bin zufrieden mit dem Tag. Die neuen Produkte kamen auch an. Die habe ich euch heute nicht gezeigt. Die sind auch nicht so interessant. Einen richtig großen Vorverkauf gab es dafür auch nicht. Das heißt, das gehen wir morgen gemütlich durch, was also doch bestellt wurde. Und dann ist Ostern. Und ja, das ist dann der zweite Punkt von der Woche, wo ich gar nicht am Anfang dran gedacht habe. Eigentlich ab Freitag wird das langweilig mit dem Vlog, weil ich dann privat unterwegs bin. Außer ich nehme euch da vielleicht mit. Ich arbeite doch nebenbei ein bisschen was. Ja, das werde ich dann übermorgen sehen. Jetzt mache ich erstmal Feierabend und dann sehen wir uns morgen am Donnerstag. Jetzt hätte ich fast vergessen, wieder mal Hallo zu sagen. Jo, wir haben es 8:30 zum Donnerstag. Ich habe ja schon seit vor einer halben Stunde angefangen mit Arbeiten. Ich kann die Woche irgendwie echt schlecht schlafen oder nicht lange schlafen. Oder ich bin so übermotiviert, alles zu schaffen bis heute 16 Uhr oder ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall bin ich gerade schon wieder guter Dinge, heute viel zu schaffen. Hab jetzt schon die Yugi Kaiwa Decks, die ja mit dem Duelist Pack reprintet kam, die Vorbestellungen fertig gemacht. Machen wir jetzt an ca. 40 Bestellungen, die seit gestern Nachmittag online, also reingegangen sind. Jo, und so wie es ausschaut, ich stehe ziemlich gut da zur Zeit. Gute Bewertungen, kommen mit dem Versandhandel hinterher. Ich könnte eigentlich mal wieder Powerseller sein können wollen. Ich habe sie damals abgemeldet, weil ich dachte so, nee, das wird zu stressig, immer dann darauf zu achten, dass man auf 98% Bewertung ist und so. Aber jetzt die letzten 5-6 Wochen halte ich das irgendwie gut durch und denke ich mal, dann nehme ich mal den Vorteil oder die Vorteile vom Powerseller mit. Wer es nicht weiß, ich kann es ja mal kurz erläutern. Als Powerseller bekommt man von versicherten Bestellungen das Geld direkt aufs Konto, muss nicht erst auf die Ankunft vom Käufer warten. Man zahlt aber auch nur auf OVP-Produkte 1% weniger Gebühren an die Seite und an sich steht man halt im Ranking weiter oben. Und da ist es halt interessant, wenn sie mich jetzt wieder hochstufen, stehe ich dann immer noch an erster Stelle wie beim letzten Mal oder haben es mittlerweile andere Händler geschafft, dass die durch diesen Rhythmus, also den, wie sagt man da, durch diesen Mechanismus, wie das bestimmt wird, wo man steht, ob man da mich schon überholt hat. Ich könnte es vermuten, weil doch ein paar Händler in den letzten Jahren echt zugelegt haben in der Yugi-Plattform. Na, mal schauen. Aber jetzt erstmal ein Support schreiben, dass sie mich wieder hochsetzen können. Ja, habe mich heute gar nicht gemeldet. Ich war so im Arbeitsfluss drin. Ne? Bis 14 Uhr waren alle Bestellungen draußen. Habe alles geschafft. Jetzt kann Ostern kommen. So mehr oder weniger. Vielleicht werde ich ein bisschen nebenbei arbeiten. Aber hauptsächlich bin ich privat unterwegs. Mal gucken, wie ich euch da mit Kamera mitnehmen kann. Nur ein bisschen was habe ich mir schon ausgedacht. Aber jetzt werden noch mal 3 Stunden ein bisschen was aufgearbeitet. So ein bisschen Bürokratie, bisschen Schreibarbeit, bisschen Kundenservice und Social Media. Videos öffnen und Videos schneiden und Jojo ist drüben dran, da wir gerade echt gar nichts wirklich zu tun haben. Und bevor wir wieder Karten online stellen, gerade sind 400.000 Artikel und naja, so lassen wir es erstmal, sonst wird es ja irgendwie viel zu viel. Habe ich gesagt, hier, mach mal Preisupdate von 35 Cent bis 5 Euro. Erstmal guck mal das durch, mach mal aktuelle Preise, mach mal schönes Oster-Special draus und ja, habe ich das eigentlich schon erwähnt, dass ich gestern meinen Mindestpreis erhöht habe von 29 Cent auf 34. Das war jetzt notwendig, weil ich dann doch gemerkt habe, ich will ein bisschen was mehr verdienen wegen der ganzen Logistik, die man mittlerweile hier betreibt.
und die drei Leute muss man auch bezahlen und an sich, vielleicht wird dann auch ein bisschen weniger gekauft, der Umsatz bleibt stabil, damit man nicht wirklich von früh bis abends hier nur Karten raussucht, weil irgendwie hat es mich die letzten Wochen doch ziemlich fertig gemacht. Ich muss nachher noch ein bisschen einkaufen, damit man hier über Ostern mit Essen und Trinken versorgt ist. Ich habe noch zwei Sammlungen, die vom Alec habe ich nicht mehr geschafft, weil ich jetzt die letzten zwei Tage andere bearbeitet habe, die ein bisschen sympathischer aussahen. Dann noch von jemandem zwei größere Pakete. Ich denke mal, das werde ich alles so bis Samstag erledigen können. Dann bin ich eigentlich frei mit den Anon-Unboxings. Dann bin ich endlich mal wieder durch. Außer es kommt am Samstag gleich wieder das nächste rein, aber ich glaube nicht. Das heißt, dann kann man alles durchsortieren, wieder online stellen und dann könnt ihr mir auch ab April wieder alles schicken, was ihr gerade über habt. Da bin ich dann wieder fit und kann wieder alles schneller bearbeiten. Ist halt dann doch ziemlich stressig, wenn dann hier jeden Tag ein, zwei Pakete ankommen und die dann auch noch teilweise richtig groß sind. Ne? Gut, jetzt werde ich erstmal meine Neukunden anschreiben. Hallo Leute, ich wünsche euch einen schönen Karfreitag. Heute passiert nicht so viel in dem Vlog. Ich muss mich leider entschuldigen. Unser Lieblingsösterreicher, der wollte, dass ich was mit Bananen koche. Ist die Woche nicht passiert. Heute bin ich bei meinem Vater eingeladen zum Mittag und am Sonntag auf mütterlicher Seite bei meinen Großeltern in Landsberg. Da wollen wir angrillen und morgen bin ich wahrscheinlich in Leipzig beim Patrick Findeclay. Der macht seine Einweihungsfeier, das ist ja nach Leipzig gezogen. Und das heißt, ich habe keine Möglichkeit mehr, hier irgendwas für euch zu kochen. Aber ich habe eine Idee. Und zwar, ich habe zum letzten Geburtstag von Familie diese Schokonudeln bekommen und dachte mir dazu, ey, ja, machst du noch irgendwie eine Bananensoße, sonst was dazu. Das könnte gut schmecken, aber naja, das war dann irgendwie zu viel des Guten. Habe ich nicht geschafft. Sorry, Aufgabe nicht erfüllt, aber vielleicht irgendwann mal, wenn ich Bock und Zeit dazu habe. Es war einfach zu viel los die Woche mit den Vorverkauf der zwei neuen Produkte und allgemein die Bestellung und so. Dadurch, dass wir gestern Preise aktualisiert haben, haut ihr mir gerade auch schon wieder zum Karfreitag einige Bestellungen rein. Ich werde mal gucken, dass ich jetzt, wir haben es jetzt gerade um 12, um 2 bin ich zum Mittag eingeladen, dass ich jetzt die nächsten anderthalb Stunden noch ein bisschen was davon schaffe. Und dann möchte ich nach Mittag hier wieder zu Hause mein Freitagsvideo drehen und jo, ansonsten die anderen Unboxings, die ich heute eigentlich vormittags drehen wollte, sind nicht zustande gekommen, weil ich einfach heute mal ausschlafen wollte. War gestern auch mit ein paar Leuten noch in der Stadt, bisschen Billard gespielt. Aber ich glaube, ich komme die nächsten Tage auch nicht dazu, hier noch irgendwie ein paar Videos zu drehen. Aber dann nächste Woche die anderen Unboxings. Außer ich bin nur am Arbeiten, weil jetzt zu viele Bestellungen reinkommen, weil die Preise so niedrig sind. Dann müsst ihr ein bisschen warten. Gestern, als Jojo die Preise gemacht hat, war ich dann noch an der Sammlung von Alec dran. Hab da mal ein bisschen was vorsortiert. Das sind Pokémon Yu-Gi-Karten. Jojo kann in der nächsten Woche inserieren. Ich gucke mir derzeit dann die Pokémon-Karten an und ich hoffe, dass ich dann die letzten anderen Unboxings drehen kann, die hier noch rumliegen. So viel zum Karfreitag. Vielleicht melde ich mich nachher nochmal, wenn ich hier das Freitagsvideo gedreht habe. Da muss ich mir auch noch ein Thema ausdenken, aber finde ich schon bestimmt was. So langsam neigt sich der Karfreitag zum Ende hin. Ihr habt heute mega viel eingekauft, aber ich habe nur eine Stunde gearbeitet, mal vormittags. Dann war ich ja zum Mittag bei meinem Vater und da war es dann so gemütlich, da bin ich auch eine Weile geblieben. Jetzt haben wir auch schon Abend, heute nichts weiter gemacht, hatte heute auch keine richtige Lust aufs Freitagsvideo. Ein richtiges Thema hätte ich eh gerade nicht gehabt, außer vielleicht Ostern oder meine Mindestpreiserhöhung. Da habe ich auch gerade schon einen Kommentar gelesen von Alpados, dass er wissen möchte, warum. Naja, mal gucken. Ich mache jetzt in der Stadt ein paar Jungs treffen, so die gerade wieder da sind, sage ich mal. Dann wollen wir heute Abend noch feiern gehen. Da ist eine Goa in der Stadt. Das ist ja immer so mein Ding. Da will ich ja mal ein bisschen feiern, Musik hören. Mal schauen, wie es morgen weitergeht. Wahrscheinlich auch nicht so viel arbeiten. Und Sonntag werde ich dann das Freitagsvideo mehr oder weniger nachholen in Form von dem Wort zum Montag. Das passt dann auch zum Ostersonntag, denke ich mal. Da kann ich so ein bisschen drüber reden. Jo, also war heute nicht so spannend für euch. Sorry. Da ist es schon der vorletzte Tag vom Vlog und auch schon mittlerweile 16 Uhr. Ich habe ausgeschlafen, war ja über die Nacht weg und mir kommt so vor, als ob dieses Ostern wie so ein kleines Festival ist, weil man von Donnerstag bis Montag jetzt jeden Abend irgendwo mit Leuten was macht. Aber das tut auch mal ganz gut. Hab aber jetzt auch schon wieder eine Stunde Briefe gemacht, damit das nicht ganz so viel wird dann am Montag, Dienstag. Und jetzt holt mich Lars ab, der macht gerade seinen Laden zu und wir fahren nach Leipzig. Denn da ist heute eine Einweihungsparty vom Patrick und das sind wir eingeladen. Jetzt spielt man zur Zeit. Das ist ja echt da.
So, das hier sind die Leute, die jetzt mit zum Pad kommen. Vom Kinderclub. Einmal im Quartier. Wir haben ja noch ein bisschen gequatscht, aus hier jetzt. War lange nicht mehr hier. Hallo Leute, ich wünsche euch einen schönen Ostersonntag. Ich habe gestern keine weiteren Aufnahmen gemacht, weil das ja doch dann mehr oder weniger privat war bei Patrick. Aber es war ein cooler Abend, hat mir Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Und ja, ich habe dann ein bisschen es verplant, meinen Rückzug irgendwie zu planen. Und habe vergessen, dass der Feiertag schon war, weil wir ja bis 11:30 gemacht haben. Dann war es schon nach 0 Uhr und ich dachte eigentlich immer so, der letzte Zug nach Halle vom Leipzig Hauptbahnhof kommt 0.35 Uhr. Lars hat das dann auch bestätigt im Taxi, als wir zum Bahnhof gefahren sind. Aber durch die Feiertage hat sich das irgendwie verschoben und da kam dann der nächste Zug Richtung Halle erst 21. Durfte ich noch eine schöne Stunde auf dem Bahnhof gammeln. Ist nicht das Beste, was man eigentlich so zu Ostern machen möchte und vor allem nicht so zu später Uhrzeit. Aber naja gut, ich bin irgendwie noch gut nach Halle gekommen. War irgendwann gegen 3 dann im Bett, habe mich jetzt ausgeschlafen und wollte jetzt eigentlich ein Video drehen, weil ich es am Freitag schon nicht geschafft habe, keine Lust hatte. Jetzt habe ich auch gesehen, oh shit, es sind noch 100 offene Bestellungen circa gerade. Dann arbeite ich doch lieber noch 2 Stunden an den Bestellungen, damit es nicht so stressig wird nächste Woche, bevor es jetzt heute zu meinen Großeltern geht nach Landsberg. Lass deswegen das Video heute wieder ausfallen, aber ich denke mal, da haben die meisten von euch Verständnis dafür, dass dann die Tage mal nicht so viel kam. Ist halt Ostern und da gibt es Wichtigeres, als jetzt Videos zu drehen. Aber vielleicht dann nächste Woche mehr. Also geplant ist ja dann der Ostermontag komplett hier zu sein, um die anderen Unboxings weiterzudrehen. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall die Preisaktualisierung, die zerruppt gerade alles hier. Also dadurch, dass jetzt wieder so viel gekauft wird, komme ich gerade zu nichts anderem. Aber naja, gut. So war es ja eigentlich auch geplant, dass ich mal wieder ein bisschen bestandlos werde. War schon so gut wie von dem Wochenvlog. Ich glaube, so richtig Spektakuläres ist die Woche nicht passiert. Von den 2 Produkten, die ich euch eigentlich hier vorstellen wollte, habe ich auch nicht so viel schaffen können. 2 Openings wollte ich dazu drehen, aber da war einfach gar keine Zeit dafür gegeben. Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen, hier zuzugucken wieder. Ich gucke da mal so im Schnitt, was so die Woche passiert ist, aber so nochmal Revue passieren lassen. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Wochenvlog oder bei anderen Formaten des Kanals. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch schöne Ostern. Man sieht sich. Bis dann. Euer Jens.